Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Vengar Zombies Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf der Karte Shinonuma den Krawallstarter starten könnt. Und zwar müsst ihr 5 Lampen anschießen in genau derselben Reihenfolge wie ich. Lampe Nummer 1 ist hier, Lampe Nummer 2 ist dort, Leute. Und direkt ein Fenster weiter ist die Lampe Nummer 3. Und dann erst den rechten und dann hier die linke Lampe. Ihr müsst das genau in derselben Reihenfolge machen, Leute. Falls nicht, müsst ihr einfach wieder von vorne anfangen. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann befindet sich hier vorne rechts an der Wand der Krawallstarter. Hier könnt ihr ihn nun starten und deaktivieren. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben und in Zukunft nichts mehr verpassen wollen, können jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!